Verstecken ist sinnlos. Ja, dann kommt doch raus. Jo Leute, herzlich willkommen zu Rück zu Max Payne 2. Ja, wahrscheinlich wird das nicht mehr so hinhauen, dass man eine Stimme hier den Spielsound wegdrückt, weil ein Ventilator ist in Action 24/7. Vielleicht sind wir im Spiel schon noch nicht mehr auf der Höhe. Das war wohl der letzte. Gucken wir mal. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was hier los ist. Bin völlig raus. Und ja, ich habe die letzte Zeit einige Spielstände verloren, weil man dann Windows manuell gemacht hat. Und ja, wir hüpfen einfach mal rein und gucken mal, was hier so Phase ist. Ich muss ja nicht ein Stück weit wieder von vorne mal spielen. Ja, das sieht mir fast so aus. Ich hab die Schnauze voll von dir. Das geht ganz schön ab hier. Gib mir! Da haut die Soundblaster Z ganz schön böse aus. Alle wach? Erstmal wieder Ruhe, ja. Diese Riegel. Mit wenig Munition, ja. Das ist wie immer klasse. Ja. Ja. Da ist wohl tatsächlich ein Speicherstand weg, aber. Ich glaube, wir waren irgendwie auch schon eh hier, also es ist jetzt nicht so wirklich wild hier. Da fehlt nicht so viel. So, Painkiller können wir wieder gebrauchen. So, jetzt ist es mir theoretisch schon wieder ein bisschen zu leise, aber naja, gut. Ich hätte, wir müssen die Tür da rein. Ich meine, mich zu erinnern, weil es dort halt weitergeht. Ne? So sieht das aus. Zugehen. Ja, da hatte ich mir gerade
Raptor-Effekt, okay. Da geht die Treppen runter. Ich hatte mir da gerade die Capture-Karte zugelegt und habe dann erstmal einige Sachen ausprobiert, das einzustellen. Dass die Farben passen und so. Ja. Und ich habe den Mod hier gerade nicht drin mit dem Profil über Nvidia mit dem Anti-Aliasing. Aber der kommt dann in der nächsten Folge wieder. Muss ich noch mal gucken im PC Gaming Wiki und dann geht das hier weiter. Er sagt mir, ich sei neu im Geschäft. Ich arbeite mit allen Farben außer den Totalen. Ja, den ganzen Schmarrn hier nochmal. Ja, das hier hatten wir die schon mal eigentlich, ne? Eigentlich stand ich da mal irgendwo schon weiter oben da drin. Hey! Die Pumpe, du. Mann, Mann, Mann. Hab ich die jetzt so gemacht? Könnte sein, ne? Junge, Junge, Junge. Ja. Keine Menschen leben. Während des anschließenden Schusswechsels starben jedoch zwei Officer und mehrere Häftlinge. Molotov Cocktails. Okay. Und jede Menge Painkiller. Das kommt uns zugute. Der bereits vom Dienst suspendiert war und gegen den wegen früherer Vergehen und mutmaßlicher Verbindungen zu Sex ermittelt wird. Flimmer. Ja, nee, ist klar. Ja. Ich würde das jetzt nicht auf ab 18 schalten müssen. Gut, das haben wir durch. Da die Treppe runter und hier gibt es sicherlich auch noch ordentlich was Action. Ja, gut oder auch nicht gut, wird sich zeigen. Seine verdammte Scheiße, erschossen, liegt neben dem Van. Ich wette, der Mistkerl, der das getan hat, ist noch im Gebäude. Was da auf! Auf Granate. Ja, hast dich selber aufgejagt jetzt oder wie? Im Ernst jetzt? Einfachster Gegner der Welt. Gegner, die sich selbst erledigen. Ja, das ist. Hat ja was. Ach je. Tja.
Ach, das war's schon. Geht es also woanders weiter. Na gut. Die Kiste ist zu. Ja. Denn. Es ist einfach nur warm, Freunde. 26, 27 Grad. Ja, wo ist der verrückt? Ja, es bleibt mir nur noch das hier, ne? Ragdoll-Effekt ist lustig. Wie sie einfach mit der Tür anfangen zu zappeln. Oder? Ja, Freunde, dann. Hier bin ich. Kommt und zeigt euch oder so. Kanada in Kanada. Okay. Also hier hoch wohl. Hier war was. Das geht doch hier gleich hoch irgendwie, warum auch immer. Da ist Strom, das was Explosives, gefällt mir alles gar nicht. Schon gerade eben Schande. Was ist denn hier jetzt wieder? Das war wohl ein Fehler hier runter zu hüpfen. Jetzt komme ich da nämlich nicht mehr so wieder hoch und jetzt muss ich keine Ahnung wo wieder querlaufen. Du Schande. Ja, da wieder rein, ne? Oh Mann. Das ist ja klasse. Das ist eine. Ja, also nochmal da hoch. Oder muss ich das da hochjagen? Ist das irgendwie so, ja? Ich weiß nicht. Die Tür ist zu. Tja, der Fahrstuhl fährt nicht. Muss ich irgendwie doof springen oder so? Ich werde dich. Pieps oder auch nicht. Wie wäre das denn? Das ist aber echt zu lange her. Das ist schon quasi blind hier. Ging hier nicht mal mehr hoch. Die Tür ist zu. Die steht mal fest. Kein Spaß, ich stell mich hier jetzt nicht doof an oder so, ne? Also mit Absicht. Ja.
Wie war das? Das ist schräg. War hier nicht auch mal eine Tür und direkt um die Ecke ging eine Treppe hoch? Da ist so eine, aber die ist zu. Hilfe! Ich sowas hasse bei Spielen, ne? Wobei irgendwie hat das auch was für sich, aber so waren die Spiele früher ja nun mal, aber jetzt gerade nervt es mich wieder. Ich meine mich zu erinnern, dass man da irgendwann mal mit so einem Clown rumlaufen musste und dass das die nervigste Mission überhaupt war in dem kompletten zweiten Teil, weil die halt verdammt schwer war. Und das klemme ich doch vorher schon fest, ja. Boah, verdammt, Axt, wir waren doch schon weiter, oder? Tja, einen wunderschönen guten Tag. Gegner, wo seid ihr? Wo geht's weiter? Ah, mit dämmert hier was. Hier vielleicht irgendwo habe ich hier was übersehen. Ich dachte aber, hier müssen wir da zurück. Und es geht auch nur zurück. Also eigentlich. Exit? Nee, das ist so. Ah. Da ist die Treppe, die ich die ganze Zeit suche. Ich wusste doch, hier ging das irgendwie weiter, ja. 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 Kümmere dich um ihn! Ich kümmere mich um dich, Kumpel. So. Achtung! Verstecken ist sinnlos! Ja, dann komm doch raus. Drecksack. Läuft. Leg dich schlafen. Hat der mich erschreckt. Ja, das war eine schöne Endszene. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Max Payne 2.